Wir werden schon wieder von der hungrigen Marinade verfolgt, die uns am liebsten braten, kochen, flambieren, was auch immer möchte. Aber wir wollen nicht, dass sie uns in die Finger bekommt. Und ja, ich weiß, hier bin ich eben hochgeklettert. Aber wir sollten dahin, wo er hergekommen ist. Und er kam nun mal aus dieser Richtung. Deswegen... keine Ahnung, wo er gerade ist. Nein. Verdammt, aber er ist gerade nicht da. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Mach schon. Mach! Oh. Das war, glaube ich, sogar richtig. Das bricht ein, oder? Doch! Fuck. Oh. Sehr schön. Waren wir hier nicht schon mal? Nee. Hoffentlich lässt er uns jetzt in Ruhe, bitte. Bitte, bitte. Wir haben dir nichts getan. Wir wollen hier einfach nur irgendwie raus. Und das machst du uns nicht kaputt. Aber dann hat dieses eine Ding... Entschuldigung. Hat dieses eine Lämmchen an der Tafel uns eben einen Hinweis gegeben, wo wir hin müssen. Denn es war nämlich tatsächlich die Nummer... 237. Wir sind in der Küche? Och nö, das ist doch sein Heimgebiet. Warum müssen wir dann hier hin? So. Projekt Wallrider. Patientenstatusbericht für Frank Manera. Alter des Patienten 36, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Carl Houston, Therapiestatus, minimale Aktivität des morphogenetischen Antriebs und nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück, keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedriger REM-Aktivität. Anmerkung. Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 LBS, IBS. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie Wernicke auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt, ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Ja. Also ein Friseur möchte er also nicht besuchen, weil er nicht mitschnibbeln darf. Anscheinend. Der Typ ist leicht krank. Ach, bist du da drin? Können wir dich sehen? Fuck off! Oder lebst du noch? Nö. Wenn wir den rauslassen, der greift uns bestimmt an. Wir machen das mal. Ach nee, dann war es doch der andere Schrank. Kriegen wir den auf? Hä? Der war doch da eben drin, oder bin ich jetzt blöd? Oder stellt der sich einfach nur tot? Das ist jetzt aber merkwürdig. Okay, da ist nichts. Wir müssen ja immer noch das Gas abstellen. Boah. Ja, ja. Der Waylon, der klebt wirklich an allem, wo er dran kleben kann.
Ach, haben wir die Luftschleuse jetzt umgangen, die eine? Ach, das sind unsere Schritte, okay. Was habt ihr denn? Warum? Das sieht aus wie Augen, wenn man nicht weiß, dass das vom PC ist. Bäh. Was seid ihr alle für ekelhafte Menschen? Warum tut ihr das hier? Ah. Die wir auch jetzt schon nachladen können, genau. Wunderbar. Und dann... Nein! Nicht du schon wieder. Fuck, hier ist Bahnbier. Also anscheinend, man muss ja immer dahin, wo die Guten herkommen. Dann dürfte das nicht hier sein. Keine Ahnung, wo wir sind. Wo zu Penker sind wir? Nein. Er dürfte eigentlich nicht wissen, wo wir sind. Denn ich weiß selbst nicht, wo ich bin. Einfach ab. Ja. Wohin? Ach, konnte man hier nicht auch mal irgendwo hoch? War das hier nicht? Nein, das geht nicht. Nein! Nein! Und schon wieder tot. Wie oft hat der gute Mann uns jetzt schon getötet? Ach, das ist so... Wo kam er denn her? Weil man muss meist wirklich dahin, wo er herkam. Ach, wir sind wieder hier. Das ist schön. Laufen wir einfach mal an ihm vorbei, wenn wir ihn sehen. Waren wir hier schon mal? Gasraum. Ah! Gasraum. Sagt er immer, sagt er wirklich Annabelle, Jinglebell? Ich weiß nicht, was er sagt. Gasroom. Ja, da kommen wir aber... Ah. Natürlich. Macht Sinn. Und er kommt natürlich immer wieder nicht hier hoch, weil er dumm ist. Aber der findet bestimmt wieder irgendeinen anderen Weg. Nee, erstmal gucken, ob hier noch irgendwas anderes liegt, bevor wir die Schalter betätigen. Keine Akte oder so? Nö. Na ja, gut, weniger zu lesen für mich. Und er hat gespeichert. Ziel, gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Immer noch, ja. Ist die Tür jetzt offen, zufälligerweise? Nein. Müssen wir jetzt wirklich da wieder durch? Wirklich? Bitte nicht. Wo ist er denn schon wieder? Wo müssen wir hin? Da ist er. Okay. Ach, man kann Verstecken doch auch auf eine schönere Art spielen, oder? Muss das immer so enden? Das Problem ist nur, er wird uns sehen. Ja, ja. Au. Wir werden sterben. Aber sowas von...
Danke. Oh. Das war hoffentlich richtig. Sei einfach weg, du kannst nicht hier sein. So schnell kannst du nicht sein. Weil wenn er jetzt wieder hier ist, dann falle ich wirklich von meinem nicht vorhandenen Glauben ab. Das Ding geht immer noch nicht auf. Tja. Können wir jetzt hier rein? Ah. Sehr gut. Das ist auch richtig gewesen. Warum tust du die Kamera eigentlich immer weg? Lass sie doch mal da. Das hier ist auch irgendwie gruselig. Diese Gitterdinger da. Oh, nee, das ist zu hell. Und das ist irgendwie zu dunkel, weil man nichts sieht. Jetzt ernsthaft? Wirklich ernsthaft? Die geht auf. Ist das gut? Ist das schlecht? Was? Warst du das, Marinade? Hast du dich gerade beschwert? Oh Gott, na, die geht ja wenigstens schon mal nicht auf, das ist gut. Und wir kleben schon wieder im Geäst. Wer bist du? Die geht auch nicht auf. Ach, es ist schön, wenn Türen nicht aufgehen. Und das meine ich sogar mal ernst. Denn das bedeutet, dass die Leute auch nicht von da kommen können. Wir laufen hier einfach mal alles ab. Also ich sehe genauso viel wie ihr, nämlich nichts. Denn vielleicht liegt hier ja noch irgendwas. Eine Batterie oder eine Akte. Oder sonst irgendwas. Ach, wir sind auch barfuß. Aua, das tut doch weh, wenn man dann hier so rumlaufen muss. Da hätte ich schon übelst verloren, wenn ich dann weglaufen müsste. Da wäre ich, glaube ich, zu schmerzempfindlich. Ja, das Schöne ist, dass es hier nirgends weitergeht. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Ja, die Nachtsicht, die bringt gar nichts. Da ist ein Licht. Müssen wir da wohl hin? Was zum... Was war das? Was war das? Ah. Hat hier einer irgendwie eine Bärenfalle hingelegt oder was? Was zum... Das ist mir aber auch neu, dass das passiert hier. Boah. Mach doch sowas nicht. Blutige Hände. Das ist immer ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Hier ist irgendeiner, oder? Das ist gerade unser Herzschlag. Ah, wieder Licht. Ach, hier hatte jemand dieselbe Idee wie wir. Einfach dem Licht zu folgen. Die geht nicht auf. Komm schon, da passt er ja wohl hin. So dick bist du doch nicht. Es ist nur gut, dass hier gerade sonst niemand rumläuft. Hier ist irgendwer. Er hat gespeichert. Oh nein. Kommt er da raus? Nein. Ah, Gefängnisblock. Da müssen wir ja sowieso hin, weil wir ja immer noch zum Funkgerät müssen. Ist das zufällig hier? Nein.
Tja. Da kommt man wohl nicht rüber. Geht die Tür auf? Nee, ne? No. Es wäre wirklich mal schön, wenn man mit der Nachtsicht irgendwas sehen würde. Hier vielleicht? Nö. Wir wollen nicht aus dem Gefängnis ausbrechen, wir wollen einbrechen. Das haben wahrscheinlich auch schon sehr wenige Leute versucht. Ah, hier? Nö. Wo müssen wir lang?